Wie hier zu sehen, kann man eine CNC-Maschine auch aus Pappe und Büroklammern bauen. Die Maschine ist der erste und einfachste Typ einer ganzen Reihe von CNCs, die ich im Rahmen des Hackaday Prize 2016 erstellen werde. Als Recheneinheit dient ein Arduino Uno und der Antrieb erfolgt über Servos und M3er Gewindestangen. Die Maschine ist mit einfachsten Mitteln nachzubauen und somit hervorragend geeignet, die Grundprinzipien rechnergestützter numerischer Steuerung zu vermitteln. Geschwindigkeit und Präzision sind nicht die Stärken der Konstruktion, was aber gleichzeitig zwei Vorteile dieses Anschauungsobjekts beinhaltet. Erstens kann man sehen, wie einzelne Punkte von dem Mikrocontroller angesteuert werden. Und zweitens besitzt jede CNC-Maschine zumindest geringes Spiel oder die Mechanik biegt sich unter Last. Auch diese Schwachpunkte sind hier mit bloßem Auge auszumachen. Die Pläne und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachbau gibt's auf der Projektseite. Als Materialien werden 1,5mm Pappe, Büroklammern, etwas Epoxidharzkleber, Weißleim sowie M3er Gewindestangen und Muttern benötigt. Die Werkzeuge zum Bau sind ein scharfes Messer mit einer Metallleiste als Führung, eine Zange und ein Lötkolben. Die Elektronik besteht aus einem Arduino Uno und drei Servos. Die Stromversorgung erfolgt entweder über ein 5V Netzteil oder wie hier über einen 6V Akkupack. Die Maschine zieht im Betrieb einen Strom von bis zu 300mA, womit die 2000mAh Akkus für eine Betriebsdauer von einigen Stunden gut sind. Anstelle eines Fräskopfes, wie er vielfach bei solchen Maschinen verwendet wird, besitzt diese CNC einen Kugelschreiber, die Mechanik arbeitet als Plotter. Der Stift ist dabei leicht federnd an der vertikalen Achse befestigt. Nach dem Einschalten fahren alle Achsen, bis die Endschalter geschlossen sind. Über drei aus Büroklammern angefertigte Taster wird die Maschine bedient. Ein 2x16 Zeichen LCD-Display dient dabei als Anzeige. Geplottet werden können Großbuchstaben und Ziffern. Ist ein Zeichen angewählt, so kann der Vorgang gestartet werden. Als Drehsensor fungieren zwei zurechtgebogene Büroklammern. An einem Ende der Gewindestange ist dazu ein Bereich von 10mm mit Epoxidharz umhüllt. Diese Umhüllung ist an einer Stelle wieder abgefeilt, bis das blanke Metall der Gewindestange freigelegt wurde. Beim Drehen wird so der Schalter an dieser Stelle kurzzeitig geschlossen. Dieser sehr simple Rotationssensor funktioniert nur, weil sich die Servomotoren sehr langsam drehen, womit ein Überdrehen ausgeschlossen wird. Wie Sensoren für schnellere Drehung mit einer höheren Winkelauflösung anzufertigen sind, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Die Servos werden mit Hilfe der Drehsensoren zu Schrittmotoren, der Mikrocontroller kann die lineare Bewegung der drei Achsen somit steuern. Die Schrittweite von 360 Grad entspricht mit den M3er Gewindestangen einer linearen Bewegung um 0,5mm. Beim Plotten ist diese für eine CNC-Maschine sehr grobe Schrittweite deutlich zu sehen, ein weiterer Vorteil einer weniger guten Maschine in der Verwendung als Anschauungsobjekt. Für das hier geplottete K hat die Maschine etwa 15 Minuten benötigt. Es geht aber noch einfacher, ohne Elektronik. Der Antrieb erfolgt weiterhin über Gewindestangen, diese werden nun aber über Kurbeln per Hand betätigt. Die Software besteht aus einer gedruckten Anweisung auf einem Blatt Papier.
Die Anweisungen müssen Schritt für Schritt abgearbeitet werden, wobei zu beachten ist, welche Achse in welcher Richtung anzusteuern ist. Euer Gehirn ersetzt den Mikrocontroller, eure Hände die Schrittmotoren. Ein sehr anschaulicher Weg, das Grundprinzip rechnergestützter numerischer Steuerung zu erlernen. Wie bereits gesagt, ist diese Maschine nur der Beginn einer ganzen Reihe weiterer CNCs, die alle nach dem gleichen Grundprinzip als Drei-Achsen-Maschinen ausgeführt werden. Die hier zu sehende Mechanik ist aus 3mm Hartfaserplatten aufgebaut und die Führung erfolgt über Kugellager. Damit können verschiedene Antriebskonzepte in größerem Maßstab erprobt werden. Die Servoantriebe der CNC aus Pappe und Büroklammern sind doch etwas langsam und leistungsschwach. Ihr könnt die Entwicklung der Maschinen auf der Projektseite und auf Hackaday nicht nur verfolgen, sondern mit Vorschlägen und Fragen zum Thema auch Einfluss auf die Konstruktionen nehmen. Klickt mal rein! In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!